Hey Kenners und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play League of Legends Season 7. Diesmal in der Flexi-Queue. Ja, ich habe genug in der Solo-Queue auf die Ommel bekommen. Deswegen nun die Flexi-Queue. Und zwei unserer Spieler knutschen noch auf dem Desktop rum, scheint das so. Komm, kann ich jetzt ja gerade hier mal einer reinkommen? Boots! Ich habe da gerade so viele Pflanzen vorbereitet. Nee, leider nicht. Ach komm, da braucht dich keiner. Hier müssen Pflanzen erscheinen. Mensch. Hier, drei. So sieht's aus. Ja, der muss natürlich den Risky Way gehen. Geht aber gut. Stufe 1 können wir noch nicht allzu viel machen. Wir sind aber nur vor uns Level 2 geworden. Also die Pflanze hätte ja auch gerade nach Feuer kommen können. Ich habe immer das Gefühl, meine Pflanzen sind boosted, ey. Die kommen immer an den unmöglichen Orten. Nur wenn ich den Abzug drücke. Ja, kämpft gegen meine Pflanzen. Zurück. So, lass mal jetzt weggehen. Was für eine rege Welt. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet.
So. Halbe Leben! Habe ich kein Problem mit. Soll ich auf halbes Leben runterhauen, ne? Thunderlord sei Dank, ne? Yeah. Ach, gut. Goldig. Das. Sorry. So. Holen wir uns das Sword-Item, holen uns das Anti-Ward. Warten noch 1-2 Sekunden und gehen los mit 2 Heiltränken. So. Ein Gegner wurde getötet. Sehr schön. Na, ich hab letztens erst ein Game gehabt. Ich hab das, die Tastenbelegung ein bisschen geändert. Also das hier ist bei mir immer auf der Leertaste, das erste Item. Das ist auf meiner linken Maustaste, also linken Daumen-Maustaste. Und das hier ist ganz normal 3. So, das hat ja geklappt, wie es klappen sollte. Ich hab Ulti. Ach komm! Das hat wiederum nicht geklappt, ja? Ah, dieser eine Hit. Dieser eine Hit, der hätte doch noch locker sitzen dürfen. So. Nehmen wir dich mit. Noch, Trinket grad. Hier ausgerechnet der. Der Dings hat den Kill bekommen, Messer, der so richtig schlecht ist von denen. Ja. Hier platzieren wir jetzt unseren Pinkwort rein. Ich
Ward mal ein bisschen deeper. Ja, nur ich brauche nicht. So. Eigentlich erstaunlich, wie wenig Farmvorteil wir haben. Könnte mehr sein. Schrei du nur, das wird dir auch nicht helfen. Ah. Ah. Ich hab genügend Mana, um das Ganze hier zu halten. Ich setz mal gerade einen neuen Wort. Easy. Ich vergesse immer, dass ich noch Pots habe. Plötze, du fehlst mir! Oh Gott, ich habe aber so viel, also Witcher, schon vorgespielt. Ich habe da so elend lange Sessions hinter mir. Das war bei dem Spiel, das da, oh, herrlich. Da vergeht die Zeit so schnell. Denkst du, oh, hier gerade eine Mission machen und so weiter, ne? Und dann, BÄM! So. Euer Team hat einen Turm zerstört. Bin auf dem Weg, wa? Ich bin auf dem Weg.
Teleporter geil sind die, ey. Wieso wollen wir eigentlich immer alle so dryharder-mäßig den Supporter? Ich verstehe es nicht. Ich hab denen noch ja nichts getan, Mensch. Naja, ist mir egal. So. Dann gehen wir mal hier lang. Vielleicht können wir da jemanden, supporten, dafür sind wir ja da. Boah, ich hoffe, ihr macht schnell. Ich schick euch mal was hin. Da habe ich jetzt dran glauben müssen. Ach ja, wie der Ramos die alle runterhaut vom Damage her, ist krass. Oh, ich hab vergessen, auch loszulaufen. Ach Mensch, was machen die denn da? Da war eine Ribbon. Ja, Riven ist halt weiterhin Top-Lane. Wir verlieren halt die ganzen Türme, aber das ist der Riven scheinbar egal. So. Guck, da ist er wieder. Hm.
habe das Gefühl, die Waffen vor da. Denn jetzt gehen wir mal ein bisschen hier drauf und wir machen den weg und holen uns dafür ein wenig Leben. Euer Team hat einen Turm zerstört. So, dann machen wir den Heal mal auf. Ne, warte mal, wir machen das umgekehrt. So. Und der Grave ist aber positiv. So, wollen wir mal gucken, ob die hier irgendwo Wards platziert haben? Nee, eher nicht. Oh lol.